Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer ersten richtigen Sommersendung. Ich finde, es ist mittlerweile warm genug, da kann man schon mal anbaden. Willst du etwa planschen gehen oder was? Jo. Mensch, Lara, hab dich doch nicht so, so kalt wird's schon nicht sein. Nur die Harten kommen in den Garten. Ja. Das denken sich auch viele Eltern und impfen ihre Kinder nicht. Doch was passiert eigentlich beim Impfen? Wir haben mal nachgefragt. 5 Pünktchen auf der Haut. Man wird rot, überall. Rote Punkte, ehrlich. Masern, haben wirklich eine Ansteckungsrate von fast 100%. Also wer nicht geimpft ist oder keine Abwehrkräfte hat, der wird erkranken. Ich bin noch nicht in Panik verfallen. Das Problem sind eben einfach die 20% Komplikationen, die es geben kann, also einschließlich Todesfälle. Masern ist ja nur eine Kinderkrankheit, denken viele. Doch die Viren können auch bei Erwachsenen zu lebenslangen Schäden oder gar zum Tod führen. Aufgrund der Impfung sollte die Infektionskrankheit längst eliminiert sein. Doch mehr als 900 Menschen haben sich in Deutschland in diesem Jahr an Masern infiziert. Das Entscheidende ja beim Impfen ist, dass sie ab 95% geimpfter Personen quasi einen Impfschutz für die gesamte Bevölkerung haben. Ich glaube, es werden Antikörper irgendwie gespritzt. Oder werden Antikörper gespritzt? Nein, Antikörper müssen sich ja bilden. Und bildet sozusagen eigene Antikörper. Keine Ahnung. Also beim Impfen wird das Immunsystem geschult, spezifische Erreger, gegen die geimpft wird, zu erkennen und dann möglichst bald praktisch unschädlich zu machen. Es werden also bei der Impfung Antikörper gebildet und die werden gebildet aus den Lymphozyten, die zu den spezifischen Immunsystemen gehören. Der Impfstoff wird ja meistens in den Muskel injiziert und kommt dadurch ins Blut. Und im Blut werden also die Lymphozyten, denen wird es zu erkennen gegeben, dass das ein Erreger ist. Und die werden dann geschult, den immer zu erkennen. Meistens so nach 2 Wochen ist man dann immun. 6 Masernfälle gab es auch in Thüringen. Die Landesärztekammer rät deshalb zu einer Impfpflicht. Die Probleme an solch einem Gesetz sind jedoch ethischer Natur. Und bei der Impfpflicht sind 2 Grundrechte sozusagen in einem Spannungsverhältnis. Das eine ist das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und auf der anderen Seite steht das Grundrecht auf Selbstbestimmung. Ich weiß immer nicht, die Sache mit Gesetzen ist immer so ein Ding. Kann ja eigentlich niemanden zwingen, sich zu impfen. Ich sehe da kein Problem dran, dass man sich impfen lässt. Also ich verstehe diese Diskussion auch nicht. Masern ist wirklich etwas, wo derjenige, der diese Krankheit hat, hoch ansteckend ist für andere. Wenn man eine Impfpflicht einführt, dann hat man auf diese Weise abgesichert, dass diese Person nicht sich selber schädigt und andere schädigt. Bei Krankheiten, die wirklich ein hohes Risiko darstellen, finde ich das richtig. Also die Masern sind eigentlich eine Kinderkrankheit, also eine Infektionserkrankung, die mit einer ganz hohen Rate an Komplikationen einhergeht. Und das Problem bei den Masern ist, dass sie eben schwerwiegende Ohrentzündung kriegen können, eine schwerwiegende Lungenentzündung, solche Nacherkrankungen. Und die sind dann zum Teil lebensgefährlich. Naja, es gibt ja Menschen, die sind darauf angewiesen, dass um sie herum andere geimpft sind, also die Herdenimmunität, wie man das nennt. Und auch einfach die ganz kleinen Kinder, die dann noch viel anfälliger auch sind für solche Infektionserkrankungen,
dass die einfach einen Schutz drumherum haben. Eigentlich so von meinem Medizinerherzen würde ich sagen, eine Impfpflicht wäre sinnvoll. Ich denke aber grundsätzlich nicht, dass man so viel mit Zwang machen sollte, sondern wir einfach über Aufklärung viel erreichen. Und die Komplikationsrate bei einer Impfung ist deutlich, deutlich geringer als die Komplikationsrate, wenn man diese Erkrankung erwirbt. Wir hoffen, ihr habt was gelernt. Ich habe es auf jeden Fall. Ja, und während wir jetzt hier noch ein bisschen in Ruhe rumbaumen und unser Eis aufessen, war David mal wieder in Mission Sport ist Mord unterwegs. Wo hat es ihn diesmal hingetrieben? Zum Bootcamp. Ei. Lasst ihn weinen und lasst die Spiele beginnen. Bootcamp. Schlechte Nachricht, ich bin verletzt. Ja, und weil David verletzt ist, muss ich heute ins Bootcamp. Bootcamp! Woo! Hier sind verschiedene Übungen aufgebaut. Nach welchem Muster sind die aufgebaut? Na, es ist ein Kraftausdauertraining, wo wir versuchen, alle Muskelgruppen, besonders den Rumpf, anzusprechen, weil das so eine Schwachzone bei Studenten ist, die viel sitzen. Und die Belastung ist so aufgebaut, dass man wechselt zwischen den Muskelgruppen. Was ist so deine Motivation dahinter? Warum hast du damit angefangen? Ja, ich wollte keinen Hallensport im Sommer machen. Und es ist ein super Training, also eine Mischung aus Kraft und Ausdauer oder so. Und denkst du, dass du es weitermachen wirst oder war das das erste Mal zum Ausprobieren? Es war eigentlich zum Ausprobieren, aber ich finde es so cool, dass ich wahrscheinlich weitermachen werde. Was ist deine Lieblingsübung? Meine persönliche ist Powerseil. Warum? Warum? Na, ist eine Übung, die von außen nicht so anstrengend aussieht, aber eine Ganzkörperbelastung ist, die nach 20 Sekunden richtig anstrengend wird. Warum hast du denn damit angefangen? Ich wollte das einfach mal probieren. Also das hatte mir ein Kumpel erzählt und das klang so ganz gut. So diese Mischung aus Kraft und Koordination, also da dachte ich, probiere ich mal aus. Ich habe gehört, das machen die auch im Wintersemester, also bei Schnee und Regen. Würdest du es da auch machen? Ja, warum nicht? Also ich sag mal, es gibt nur falsche Kleidung ansonsten. Was hat die Keule? Na, das ist eigentlich entlehnt aus dem Holzhacken, aus dem Crossfit-Training oder Pharma-Training. Holzhacken ist so eine Übung, die den ganzen Körper fordert. Und hier ist so eine Station, wo man sich ein bisschen ausruhen kann und so ein bisschen Frust ablassen kann. Ne? So mal draufhauen und alle Luft rauslassen. Und die machen die Studenten echt gern. Und Clara, was ist dein Eindruck? Also, ich finde Bootcamp richtig geil. Ich finde, das ist so eine richtige, wo man sich so richtig gehen lassen kann und einfach mal auspowern kann und alles rausschreien, also wenn man Lust hat. Und ja, ich fand es zwar mega anstrengend, aber ich glaube, wenn man das öfter macht auf Dauer, dann ist es richtig gut. Mein Fazit ist, war entspannt heute. War entspannt heute. Das Magazin! Herzlich willkommen zum Magazin, auch diesmal wieder mit Informationen zu Party, Uni und Kultur. Bald ist es wieder soweit. Vom 19. bis zum 20. Juni findet auf dem Bio-Campus das allseits beliebte Fuck-Festival statt. Frei nach dem Motto umsonst und draußen könnt ihr euch auf ein rockiges Line-Up unter anderem mit The Punjabis, Zapped Perfect und Hercules Propaganda freuen. Bis zum 13.06. könnt ihr euch außerdem zum Flunkyball-Turnier anmelden.
Damit ihr auch in diesem Sommer sicher von A nach B kommt, könnt ihr im Kassa am Fahrradworkshop teilnehmen. Dort könnt ihr euch mit anderen Radbegeisterten treffen, um den Frühjahrscheck vorzunehmen oder euer Fahrrad mal so richtig zu tunen. Der Workshop findet alle 14 Tage statt. Der nächste Termin ist Donnerstag, der 4. Juni um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei und bis dahin wünschen wir euch noch eine sichere Fahrt. Lichtblicke ist das Thema des 15. Kunstpreises der FSU Jena. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Egal ob Fotografie, Malerei, Plastik, Video oder neue Medien, ihr könnt eure Arbeiten noch bis zum 5.6. einreichen. Die drei besten Werke werden dabei mit Preisgeldern in Höhe von bis zu 500 Euro prämiert. Das war's auch schon wieder mit dem Magazin. Wir hoffen, es waren Tipps für euch dabei und sagen Tschüss. Und bis bald. Ja, also meine Geschichte, die fängt in Australien an und zwar in Brisbane, falls euch das was sagt. Und da habe ich 2012 Backpacking gemacht und als ich mittags mit meinem Reisepartner mein Mittagessen war, es gab einfach nur Bratkartoffeln oder irgendwie sowas, wollte ich noch schnell wieder in die Küche, wollte das abwaschen und da stand so ein wahnsinnig attraktiver Mensch. Der hatte schwarze Haare, war braun gebrannt und er hat mich so durcheinander gebracht, dass ich anstatt meine eigene Pfanne abzuwaschen, einfach hingegangen bin und seine Pfanne weggenommen habe, die abgewaschen habe und dann einfach wieder gegangen bin, weil mir das schon so peinlich war, dass ich den eh nicht mehr sehen wollte. Auf jeden Fall habe ich dann meinem Reisepartner erzählt, was ich gerade gemacht habe und dass mein Hirn so ausgesetzt hat und wie unglaublich süß dieser Typ war, dass er später hingegangen ist und den eingeladen hat, mit uns Inlineskaten zu gehen, was ich aber nicht wusste. Also kam er 10 Minuten später wieder zu mir, also mein Reisepartner, und hat mir erzählt, dass er jetzt seine Handynummer hat und meinte nur, ja, Entschuldigung, ich glaube, der ist schwul. Ich war natürlich total enttäuscht, weil ich den ja mega toll fand. Aber wir haben uns dann besser kennengelernt und jetzt, 3 Jahre später, kann ich sagen, er ist nicht schwul, weil wir ziemlich glücklich zusammen sind. So, das war's auch schon wieder mit unserer Sendung. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt uns auf jeden Fall diesen blauen, ominösen Daumen und schaltet das nächste Mal wieder ein. Ja, und wenn ihr jetzt von all diesen medialen Leckerbissen so richtig Hunger bekommen habt, dann zeigt euch im folgenden Beitrag der TV-Tim Melzer, was zu tun ist. Bis dann. Tschüss. Ciao. Campus TV kocht. Wir machen heute eine richtig coole Avocado-Pasta, die dauert 20 Minuten, 10 Minuten Vorbereitung, 10 Minuten Kochen und los geht's! Zuschauer wollte natürlich auch wissen, wie schmeckt das Ganze. Und kann sein, dass du noch ein bisschen nachwürzen musst und dass du halt den kompletten Geschmack erstmal so noch ein bisschen dir anpassen musst, wie sie halt am besten schmeckt. Aber ich denke mal, es ist ein gutes Rezept fürs Wochenende, weil danach hast du eine ordentliche Knoblauchfahne.
Man muss halt schnell zubereiten, man muss halt die Avocado ist halt kalt, wenn die da reintrifft. Deshalb müssen die Nudeln und die Avocado-Soße halt gleich zusammen. Es ist halt eine cremige Soße, obwohl du halt keine Butter genommen hast, keine Margarine, irgendwas. Ist halt dadurch noch kalorienarm. Und es ist halt auch noch vegetarisch. Schmeckt. Und es schmeckt sogar. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn.